In diesem Video teste ich zwei neue Sachen. Einmal habe ich mir einen neuen Nozzle für ABS gemacht und des Zweitens habe ich für den Frequenzwandler habe ich ein Putty eingebaut, damit ich den jetzt ohne zu programmieren stufenlos schnell und langsam laufen lassen kann. Nun fülle ich ABS ein. Das ist bei uns ABS 2, das ist ein bisschen so ein mittleres, nicht so hart und nicht so weich. Hier könnt ihr schön sehen, wie das alte PLA so langsam rausquillt. Nun warte ich noch einen Moment, bis die rote Farbe komplett weg ist und dann kann ich die Nozzle wieder drauf machen und anfangen zu extrudieren. So, nun kann ich die Nozzle wieder drauf machen. Die neue Nozzle habe ich mit 1,9 mm gebohrt. Der Kanal ist 12 mm lang. Für ABS ist das gut. In meinem letzten Video habe ich euch gezeigt, wie ich diese Nozzle gedreht habe und poliert habe. So, die Nozzle muss man sehr fest anziehen, damit das ABS an der Seite nicht rausquillen kann. Nun starte ich die Zugeinheit und stelle die auf ca. 9 Meter pro Minute ein. Ich hoffe, dass ich in Kürze meine Messeinheit mit der Kamera installiert habe. Das Programm habe ich schon soweit fast fertig. Hier kann man schön sehen, wie das jetzt rausquillt und wie schnell das geht. Obwohl mein Extruder auf langsam steht, der macht jetzt im Moment ungefähr so 6 Umdrehungen pro Minute. Geht es doch ziemlich schnell. Nun kommt das leidige Einfädeln. Ich ziehe ungefähr 10 Meter Filament durch die Bahnen, bis alles richtig eingefädelt ist. Jetzt am Anfang kommen es nicht auf den Durchmesser an, den stellen wir nachher, wenn die Maschine so 3-4 Minuten läuft, stellen wir den Durchmesser exakt ein. Trotzdem die Maschine sehr langsam läuft, muss ich mich doch beeilen, um alles vernünftig einzufädeln.
Hier seht ihr jetzt meine zweite Errungenschaft. Das ist der rechte Drehregler. Der ist für den Frequenzumwandler verantwortlich und da kann ich die Geschwindigkeit vom Extruder dann einstellen. Im Moment fahre ich mit 23,5% Leistung, also es geht noch viel, viel schneller. Im Moment fahre ich mit 11,27 Meter pro Minute. Da könnt ihr euch ja ausrechnen, wie viel ich in der Stunde schaffe. Bei ABS sind ungefähr 330 Meter ein Kilo. Das Schnellste, was ich mit der Maschine bisher mit ABS geschafft habe, waren 21,1 Meter pro Minute. Das Aufwickeln klappt auch immer besser. Es ist sehr schön fest auf der Rolle und beim Umspulen habe ich keine Probleme mehr, wenn ich von der großen Rolle auf kleine 1 Kilo Rollen umspule. So, nun muss ich die Spule wechseln. Da habe ich im Moment Übung drin, das geht schnell. Auf dem Samstagnachmittag habe ich in 3 Stunden ungefähr 6 Kilo geschafft. Ich verliere ungefähr so 15-20 Meter. Aber da ich mir ja einen Schredder zugelegt habe, sammle ich das jetzt alles und werde das, wenn ich genug davon habe, werde ich das alles wieder schreddern und wieder zu Filament verarbeiten. Also geht nichts verloren. Wenn ich ein Material testen soll, schreibt mir das in die Kommentare. Wenn ich es besorgt bekomme, werde ich es für euch testen und werde euch das in einem Video dann zeigen. So schnell habe ich die Rolle gewechselt. Das war jetzt in Echtzeit. Kein Zeitraffer, ist ganz normal. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen hoch freuen. Und wenn Fragen oder Ideen da sind, schreibt sie einfach in die Kommentare.